Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist der 23.04.2018, 19:42 Uhr und möchte heute mal ein kleines Daily Update für euch machen. Stichwort Daily Update. Ich würde da mega gern eure Meinung haben in den Kommentaren, was ihr von kurzen und prägnanten Daily Updates halten würdet, immer am Abend, die so 5 bis 8 Minuten dauern, wo wir kompakt alles zusammenfassen. Wenn ihr noch mehr von mir oder unserer Gruppe hören wollt und immer am laufenden Stand bleiben wollt, was den Bitcoin betrifft, dann würde ich mich freuen, wenn ich euch auch in unserer Telegram-Gruppe begrüßen könnte. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auch in den Kommentaren. Wir sind jetzt hier auf CoinMarketCap und machen uns mal ein generelles Bild vom Markt. Wir haben jetzt wieder die 400 Billionen US-Dollar Market Cap und haben einige Coins, die einen massiven Run hingelegt haben, darunter Ripple. Aber was wir jetzt schon sehen, ist, dass langsam die Bullen ein wenig an Power verlieren und dass wir uns momentan ja, ziemlich stabil noch halten. Ripple ist immer noch sehr positiv zu bewerten, dass sie immer noch knapp bei 87 Cent halten, was nach so einem Run auch nicht wirklich selbstverständlich ist. Wir haben einen Coin, der momentan den Markt komplett outperformt und der ist Bitcoin Cash. Liegt daran, dass Bitcoin Cash am 15. Mai eine Hard Fork angekündigt hat und bei Bitcoin Cash ist momentan ja FOMO im Gange. Die Leute wollen jetzt alle schnell rein, die wollen alle den Coin nochmal richtig pumpen und da muss ich einfach euch ja raten, auch wenn ich kein Investmentberater bin und das Ganze euch natürlich nicht direkt rate, sondern was ich hier machen würde, ist bei Bitcoin Cash nicht mehr rein zu investieren. Ich bin da immer ziemlich konservativ und möchte nicht mehr in einen Coin investieren, der schon 60% plus gemacht hat und wo viele Verkäufer nur darauf warten, Profit zu taken und auf euch zu dumpen. Wenn ihr das macht, dann bitte setzt einen knappen Stop-Loss, denn ansonsten könntet ihr damit viel Geld verlieren. Ich weiß, ich bin konservativ, aber ich habe da das Sprichwort Always protect your investment. Und es gibt so viele Möglichkeiten, euer Investment zu vermehren. Da müsst ihr nicht wirklich ja, auf Not schnell bei Bitcoin Cash rein investieren, nur weil ihr da nichts verpassen wollt. Auf der anderen Seite ist es auch ziemlich riskant, Bitcoin Cash zu shorten. Das habe ich gestern im eigenen Leib erfahren. Ich habe Bitcoin Cash geshortet, hat mega gut geklappt, war 5% down. Ich war 1000 Dollar im Plus, was eine enorme Profit ist und ich war ja mega gehypt. Ich habe den Stop-Loss gesetzt, bin schlafen gegangen und ich bin aufgewacht, wo Bitcoin Cash 20% im Plus war. Das heißt, Bitcoin Cash ist gepumpt, obwohl alle Anzeichen bearish waren. Dementsprechend bin ich bei Bitcoin Cash komplett raus, weil man ihn momentan auch nicht wirklich analysieren kann. Wir wechseln jetzt auf den Bitcoin-Chart und sehen uns das Ganze jetzt genauer an und hier machen wir jetzt direkt eine Candlestick-Analyse am Daily-Chart und da müssen wir jetzt wirklich auf die Candle achten, die sich heute formen. Wenn das Ganze jetzt wirklich zu einem Inverted Hammer wird sozusagen, dann könnte das Ganze ziemlich schnell bearish werden. Wir sind jetzt bei 8.895 Dollar, die Bullen sind immer noch extrem am Start, die Bären sind ab 9.000 Dollar extrem am Start, das sind ultra viele Buy-Orders ab 9.000, wie gesagt knapp 4.000 Bitcoin allein auf BitMEX auf 9.050. Auf der anderen Seite haben wir einen riesen Buy-Walls im Bereich 8.700 und was daraus resultiert, ist ein Hin und Her zwischen 8.900 und 9.000. Wenn sich diese Candle jetzt weiter nach unten formt, sprich die Bären schaffen es, diese Daily Candle auf knapp 8.799 zu drücken, dann formen wir heute einen Inverted Hammer und das könnte erstmal ein Zeichen sein für eine Trendumkehr und für ein kleines Retracement. Was jedoch ultra wichtig ist, dass wir uns wirklich nicht viel retracen. Wenn wir wirklich jetzt diesen Double Top formen und es kommen noch mehr Short in den Markt und wir wieder auf die 6,8K runtergehen, dann wäre das ein ziemlich negatives Zeichen für uns generell und deswegen hoffe ich, dass wir ein Retracement schaffen würden. Falls wir uns korrigieren, ist noch nicht vom Tisch, dass die Bullen uns nach oben pushen, dann wäre das ein Retracement vielleicht in dem Bereich von, ja, 8.000 bis 8.400, was mega bullish wäre noch und was ich auch sehr begrüßen würde. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch auf den kurzen Timeframe an, auf den 5-Minuten Timeframe. Ich lösche gerade nochmal die FIP-Levels raus, beziehungsweise wechseln wir kurz mal auf den 1-Stunden-Frame, weil da habe ich auch was Interessantes gesehen, nämlich eine riesen Bearish Divergence. Seht ihr das? Ich habe das hier schon eingezeichnet. Das heißt, wir haben hier einen RSI von knapp 95 oder so und haben trotzdem gleichen Preis sozusagen einen riesen Abfall im RSI, was ein Zeichen ist für alle Leute, die Longs sind, vielleicht daran zu denken, ihre Longs zu schließen. Ich muss aber auch sagen, der RSI war jetzt gerade bei diesem kleinen Bullrun, den wir hier hatten, von 6.800 Dollar hoch, nicht immer akkurat, denn der RSI war wirklich auch extrem lang überkauft und wir sind trotzdem noch einige Dollar nach oben gepusht. Aber wie gesagt, hier mal ein Zeichen von Bearish Divergence, wie ihr das Ganze dann selber bewertet, bleibt euch überlassen. Für mich ist es erstmal ein Warnzeichen für alle Bullen. Und am 5-Minuten-Timeframe schauen wir uns noch an, wie der Kampf momentan weitergeht. Ich habe diese Trendline hier momentan einfach vorhin auf die Schnelle gezogen. Die Trendline brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht. Was wir momentan sehen, ist einfach, dass die Bullen in diesem Bereich mega stark supporten. Das heißt, in dem Bereich 8,7K. Die Bären schaffen es nicht, den Bitcoin hier nach unten zu drücken. Was ich momentan hier sehe, was ganz interessant ist, wir schaffen es wieder nicht, ein Higher High zu formen und wir
wie es auch jetzt ausschaut, formen wir jetzt hier auch ein Lower Low, was natürlich auch sehr bearish wäre, und da müssen wir jetzt die nächsten Stunden einfach schauen, was passiert. Auf alle Fälle müsst ihr einfach daran denken, je öfter die Bullen bei den 9K abprallen, desto mehr Leute werden Short gehen, weil mehr Leute werden sehen, okay, die 9K scheinen safe zu sein, ich kann da meine Shorts platzieren. Jedes Mal, wenn wir auf die 9K gehen, prallt der Bitcoin ab. Das heißt, mehr Leute werden shorten und der Preis wird stärker nach unten fallen. Auf der anderen Seite haben wir immer noch die Buy Walls, die bei 8,8K, 8,7K massiv greifen und uns auch nicht weiter korrigieren lassen. Das heißt, momentan für mich zusammengefasst, es ist einfach eine No-Trade-Zone, wo man die Füße stillhalten sollte und einfach auf Confirmation wartet. Wie gesagt, ich bin kein Investmentberater. Was ich machen würde, ist auf alle Fälle hier mal einen Short Order reinzustellen, könnt ihr auf BitMEX mit Stop Limit, das heißt, ich würde hier einen Short Order in diesem Bereich setzen. Ich denke, wenn wir ausbrechen, dann werden wir auf beiden Seiten große Candles sehen, sprich, ich setze auch einen Long Order hier rein, das heißt, wenn wir auf 9,060 sowas hochpushen, dann erwarte ich große Candles, genauso erwarte ich große Candles, wenn wir hier runter pushen. Und ich würde sagen, das reicht erstmal für ein kleines Daily Update. Ihr habt alles gesehen, was momentan ja notwendig ist zu wissen. Wenn ihr von den Daily Updates mehr sehen wollt, würde es mich mega freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns eventuell in der Telegram-Gruppe und ansonsten im nächsten Video. Euer Technical Crypto.